Ja, ich bin jetzt in der Rolle dessen, der sagen muss, es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von mir. Und ich muss sagen, ich habe mir das überlegt, nach dem, was ich hier heute gehört habe, es ist doch noch eine Lücke da, die ich versuchen kann zu stopfen. Und vielleicht kriegen wir dann ein ganz rundes Bild unseres Themas. Ich gehe als erstes mal etwas zurück in dem Anspruch meines Titels. Wir alle wissen, Herr Wegner hat es auch deutlich gemacht mit Verweis auf die Simulation, wir alle wissen, dass der Mensch in der Produktion, hier steht also in technischen Systemen, was auch immer die Produktion oder die technischen Systeme auszeichnet, dass der Mensch hier eine ultimative Aufgabe hat. Und darauf ist eigentlich mein Verständnis des ganzen Themas abgestellt. Also wie beschreiben wir menschliches Handeln so, dass durchaus noch weitergehend, Herr Wegner, als Sie es zunächst mal angesprochen haben, als Ultima Ratio mit allen Dingen fertig werden muss, die nun mal passieren. Und Sie kennen ja Murphy's Law. Ich zitiere es nur an einer einzigen Stelle und dann würde ich es auch richtig zitieren. If you perceive that there are four possible ways in which a procedure can go wrong and circumvent these, then a fifth way will promptly develop. Dies in das Stammbuch derjenigen, die meinen oder hoffen, dass wir auf Dauer und mit noch so viel Rechenleistung dann irgendwann mal alle Situationen beherrschen können. Wir können es nicht und wir werden es nie können. Das heißt, diese Fragestellung, die da insgesamt als Mensch im technischen System formuliert ist, die impliziert einen ganz wesentlichen Teil da an der Stelle, wo die menschliche Natur in der Lage ist, Dinge zu tun, die Maschinen heute nicht können, selbst wenn man sie als intelligent bezeichnet. Dazu gehört natürlich diese Aussage auch noch, it is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious. Das heißt, es sind also nicht nur die physikalischen, die natürlichen Prozesse, die zuschlagen, ohne dass wir das vielleicht sogar merken, sondern es sind auch die von Menschen gesteuerten Prozesse, die immer wieder aus dem Ruder laufen, weil eben einfach einzelne Dinge nicht beachtet worden sind, die hätten beachtet werden müssen, die man aber nicht kannte. Und deshalb möchte ich meinen Vortrag hier mehr auf diese Richtung lenken. Wie kann der Mensch mit der Situation, die da mit drei Fragezeichen beschrieben ist, fertig werden? Und jetzt muss ich möchte mich erstmal sehr herzlich bedanken bei den Damen, die mir den letzten Schliff an der Präsentation gemacht haben. Ich wollte nämlich zwischendurch mal vorhin bei Ihrer Präsentation, glaube ich, dazwischen werfen. Es war doch bei Herrn Wegner. Plug and Play oder Plug and Produce ist ein Ziel, das für mich noch in weiter Ferne steht. Sie haben es ja aber auch durchaus in dem Sinne angedeutet. Denn unabhängig mal davon, was die einzelnen Maschinen und die einzelnen Prozesse machen sollen, es kommt immer das Foolproof-Problem da rein. Es kommt immer da rein das Problem, dass bei der Software, wenn man einen Fehler beseitigt hat, hat man zwei neue drin im System. Und mit genau diesem Problem habe ich mich die letzten zwei Wochen rumgeschlagen. Ich kann Ihnen also nur dringend empfehlen, nicht das Online-Update von Windows 10 zu nehmen. Jetzt mache ich mich schon fast strafbar, weil ich hier einen Firmennamen genannt habe, aber Ihre Reaktion zeigt mir, dass ich da nicht so ganz falsch liege. Und insofern ist es sehr schön, dass die Damen mir geholfen haben, die Präsentation endgültig fertigzustellen. So, jetzt muss ich hier aufs Knöpfchen drücken. Ja,
Diese Fragestellung, die ich da eben implizit erwähnt habe, führt uns darauf, dass wir es mal mit einer Ethik versuchen wollen. Ich will das ruhig so floppy ausdrücken. Wir wollen aber nicht die allgemeine Ethik erfinden, die gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Und wir wollen auch auf der anderen Seite keine technologiespezifischen Ethiken diskutieren, sondern ich hatte mir vorgestellt, dass eine modellbasierte Ethik für eine ganze Reihe von komplexen Systemen eine große Hilfe fürs Verständnis, für die Beherrschung von Ausnahmezuständen etc. darstellt. Und diese Ethik könnte dann nach meiner Hoffnung auf einen Punkt kommen, wo wir da einen normbaren, vielleicht internationalen Verhaltenskodex erschaffen für die Schaffung und Anwendung solcher Systemnormen. Und das erinnert mich nun wieder an etwas, was wir heute Nachmittag noch bekommen werden. Sie wissen, dass Franz Alt uns zugesagt hat, bei der Podiumsdiskussion mitzuwirken. Und von ihm stammt eine sehr interessante Broschüre. Wir brauchen keine Religionen, wir brauchen Ethiken. Das Thema wird heute Nachmittag aber sicher noch diskutiert. Deshalb will ich dazu jetzt absolut nichts sagen. Das war die falsche Seite. Na. So, ja. Wie wollen wir vorgehen, um dieses Ziel, das ich angedeutet habe, zu erreichen? Wir wollen zunächst mal versuchen, auch hier eine Art von Simulation zu machen. Denn wir sind uns sicher einig, am Schluss muss das Ganze auch validierbar sein, was da rauskommt. Denn, Herr Hubig, ich gehe jetzt nicht auf die abstrakte Form der Philosophie hinter diesem Punkt ein, sondern ich sage lediglich, wenn wir die Methodik der Ethik hier in solchen Systemen einsetzen, die letztlich validiert werden müssen, die letztlich Zulassungsbedingungen erfüllen müssen und solche Dinge, dann hilft das nichts, dann müssen wir das von vornherein mit einbeziehen in unsere Arbeiten. Das Schlimmste, was immer wieder passiert und auch heute schon wieder an verschiedenen Stellen passiert, dass man solche Fragen ganz zum Schluss stellt, wenn die Systeme, auf die sie sich beziehen, schon gar nicht mehr veränderbar sind oder nur noch mit sehr großem Kostenaufwand veränderbar sind. Und insofern meine ich, es ist ganz wichtig, dass wir diese Fragen, die hier aufgestellt sind und die wir ja heute hier diskutieren, so viel Resonanz finden. Ich finde das sehr ermutigend, denn die Ingenieure, und ich bin ein Ingenieur, das von der Ausbildung her in Darmstadt, da gab es Schwachstromtechniker und Starkstromtechniker. Informatiker gab es dann noch lange nicht. Und ich bin also Schwachstromtechniker. Und damit bin ich so etwas wie ein abgebrochener Informatiker. Heute ist da das eine oder andere, was sich ergänzt. Aber ich meine, wir brauchen diese Vorgehensweise ganz zu Beginn einer Entwicklung. Und ich finde das, Sie haben deutlich gesagt, in Industrie 4.0 sehr gut, dass dies dort endlich mal gemacht wird. So, das, womit wir umgehen und womit wir aus meinem Verständnis umgehen und mit denen der Mensch umgehen muss, in der Verfolgung dieser Idee, dass wir den Menschen in den Prozess zurückholen, das ist, dass wir uns mal verständigen, was ein Objekt ist. Der Begriff Objekte wurde schon genannt. Ich will mal meine Definition hier kurz darstellen, weil das doch sehr wichtig ist fürs Verständnis dessen, was als Konsequenz daraus folgt. Also, da gibt es eine Systemumgebung, ein technisches System. Da wird gemessen und daraus entstehen Daten. Daten sind Bithaufen, sonst nichts. Den Bithaufen müssen Sie interpretieren, sonst sagt Ihnen kommen die Bits, die da reinkommen, gar nicht zur Geltung. Und das macht man über Kontexte. Und hier kommt ein Punkt, der mit Sicherheit heute Nachmittag noch hochkommen wird. Wo kommen die Kontexte her? Und was kann man mit den Kontexten anstellen? Gutes und Schlechtes im Übrigen.
Und wie versteht man sich da zu einem Kontext in diesen direkten Strom der Daten hinein einzuschalten, was eigentlich eine hochriskante Angelegenheit ist? Der Kontext interpretiert die Daten. Und wenn wir die Daten falsch interpretieren, dann können ganz schlimme Dinge passieren. Und deshalb muss der Kontext, das wurde ja auch schon genannt, immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden, damit die Interpretation der Daten auch zum Beispiel im Sinne Big Data dann auch sinnvolle Ergebnisse bringt. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie merkt man sowas, aber da komme ich später noch drauf. Also aus Daten wird durch Kontexte Information, und diese Information, das ist das, was wir haben wollen, die wird nun in dem System in irgendeiner Weise eingebracht, gespeichert, steht weiteren Veränderungen, aber auch vor allen Dingen weiteren Nutzungen zur Verfügung. Und daraus entstehen dann Methoden, und aus den Zielen und Aufgaben, die diese Methoden nutzen und die damit diese Daten nutzen, entsteht dann letztlich eine Fähigkeit, mit der ich Dinge tun kann. Da haben Sie beide mir Steilvorlagen gegeben. Das will ich auch jetzt hier bei weitem nicht weiter ausbreiten. Aus den Fähigkeiten muss die Fähigkeiten, wenn man sie hat, auch die Ressourcen gehören dann letztlich dazu, muss ein Anlass da sein, sie zu benutzen in einer zielgerichteten Art. Und dann haben wir eine Aktion. Und für mich ist dieser Weg von den Daten zur Aktion ein ganz wichtiges und wesentliches Merkmal, dass wir das nicht neu ist, um das ganz deutlich zu sagen. Das aber, wo ich sehe eine Möglichkeit, hier mit den Methoden der Ethiken eine ganze Reihe von Problemen angehen zu können. Schauen wir mal und diskutieren wir auch heute Nachmittag mal, ob diese Hypothese haltbar ist. Aber ich habe es eigentlich an vielen Stellen schon gesehen, dass es so ein ganz gutes, eine ganz gute Darstellung ist. So, wir müssen unterscheiden zwischen der Autonomie und der Automatisierung. Dieser Unterschied ist mir sehr, sehr wichtig, denn hier ist also ein Automat, das ist also eine Werkszentrale von einer Telefonanlage. Das ist ein Automat, der genau das tut, was man ihm einprogrammiert hat und alle Fehler wiederholt, die in der Programmierung passiert sind und in dem Sinne eigentlich keine Autonomie hat. Sondern wir verlassen uns eben darauf, dass der Designer, und da kommen die entscheidenden Punkte jetzt, das richtig gemacht hat. Und da werden wir also noch sehen, dass das ein ziemliches Problem darstellt. Dies ist ein Automat, der sich von dem betriebenen Objekt eigentlich kaum unterscheidet, außer dass da unten die Funktionalität genannt ist, und diese Funktionalität, die ist irgendwo käuflich, sie wird zum Beispiel also auch natürlich durch Programmierung erzeugt. Wir reden beim Automaten von einer expliziten Funktionalität. Explizit für mich heißt lehrbar, lernbar, wartbar und alle solche Dinge, die eben in der Technik notwendig sind. Also ein Objekt, ein Automat besteht aus vielen Objekten, kann zumindest aus vielen Objekten bestehen, die diesem Schema folgen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, jetzt haben wir den Menschen auch noch rein, wollen den Menschen auch noch reinbringen. Warum eigentlich? Warum brauchen wir den Menschen in diesem System, das eigentlich automatisch oder von mir aus auch autonom, die Unterschiede sind natürlich zu beachten, reagiert und arbeitet? Nun, der Mensch war ja mal auch ein Automat.
Das war in den im zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Da war der Mensch immer noch Produktionsmittel. Und damit hatte er sich in diese Umwelt der Automaten einzufügen. Da kamen dann Sicherheitsprobleme, da kamen alle möglichen Fragen hoch. Kann der Mensch das überhaupt und lohnt sich das? Und da hat sich daraus ergeben, dass der Mensch zunächst vom Automaten weggebracht wurde. Schon allein um die Gefährdung durch Fehlerfunktionen in den Griff zu bekommen. Damit gehen aber auch eine ganze Reihe von Fähigkeiten des Menschen verloren. Für den Prozess verloren, nicht für den Menschen natürlich. Und ein Punkt, den ich auch noch einmal deutlich für die Industrieanwendung dieser Dinge machen möchte, ist, wir haben Mensch-Maschine-Kommunikation in meinem früheren Institut sehr intensiv betrieben und haben dabei immer wieder gemerkt, man muss sehr aufpassen, dass man auf keinen Fall den Peephole-Effekt, der mit einer solchen Warte verbunden ist, berücksichtigt. Das heißt, der Mensch, der in der Warte, jetzt ist er rausgezogen aus dem Prozess, er ist in der Warte, er ist nicht mehr physisch gefährdet, jedenfalls nicht mehr so sehr. Aber er bekommt natürlich auch nur die Information, die ihm der Designprozess erlaubt oder vorgibt. Und das kann sehr kritisch sein. Das heißt, wir haben beispielsweise eine kritische Situation der Anlage. Da aber dort dafür kein Sensor oder kein entsprechender Indikator in der Warte eingebaut ist, merkt der Mensch das nicht. Das heißt, es kommt letztlich darauf raus, was die Chemieingenieure von Jugend auf eingebläut bekommen, abends noch mal durch die Anlage gehen und schnuppern, ob es nach Chlor riecht. Der Mensch hat an einigen Stellen eine fantastische Sensorik. Chlorgas riecht man sofort. Er hat im Mittel eine mäßige Sensorik, aber es ist so, dass er gut überlebt und dass er mit dieser Sensorik auch in der Zusammenarbeit mit Maschinen gut arbeiten kann, reüssiert. Ich will hier jetzt die Industrie 4.0-Punkte nicht einzeln rausbringen, aber gucken Sie mal auf den zweiten Block da, Mensch und technisches System. Der Mensch als Designer. Ich habe das jetzt gerade kurz erwähnt. Was muss der Mensch als Designer alles tun? Was muss er beachten? Und der Mensch als Ultima Ratio, das ist das Gegenteil. Das, was der Designer verbockt hat, muss der Mensch dann als Ultima Ratio irgendwie bei Störfällen auffangen und wieder in Ordnung bringen. Und der Mensch als soziales Wesen, jetzt kommt die Verantwortung rein, die aus meiner Sicht auch zentrale Bedeutung hat für alles, was mit Ethik zu tun hat. Und der Mensch als politisches Wesen, der Mensch ist gewohnt, sich politischen Regeln zu unterwerfen. Insofern sollte er eigentlich nicht so sehr erschrecken, wenn er bei Ethiken auf ein Regelwerk stößt. So, das gehe ich jetzt auch mal. Am Schluss kommt eine hohe Komplexität in das System hinein dadurch, dass die Zahl der Objekte, das Wort Subjekt lasse ich mal vorsichtshalber raus im Moment, ich gestehe, dass ich mich versucht mich schlau zu machen, die Relation von Objekt und Subjekt und dem Prädikat. Aber ich gebe zu, dass ich den Stand der Terminologie noch nicht erreicht habe, den ich eigentlich in der Zusammenarbeit mit Philosophen brauche. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Kollegen Herrn Decker, der mir da eine große Starthilfe gegeben hat. Und nachdem ich Herr Hubig Ehren Vortrag gehört habe, weiß ich, dass ich nichts weiß. Auf dem Gebiet, ja, ich weiß wohl, es ist zitiert, aber wenn dies mit der Komplexität auf uns niederprasselt, das, was heute der Fall ist, wenn also vernetzte Intelligenz, vernetzte Objekte unter sich nochmal und mit Applikationen kooperieren,
dann bekommt man ein entsprechendes Bild dabei heraus, das vielleicht optisch sehr schön ist, aber in der Beherrschung und im Betrieb so seine Mucken hat. Optisch sehr schön, Herr Marx vom Innenministerium, Sie sprachen von der Normung, Herr Heusinger, der hat dieses Bild gesehen und hat es sich von mir erbeten und hat es hinter seinem Schreibtisch aufgehängt. Denn das ist etwas, was auch Politiker natürlich in massivem Maße betrifft. Es ist natürlich nicht ein technisches System, aber wir reden hier von der Interaktion zwischen diesen Systemen. So, Herr Heusinger, Sie haben ja recht. Das nehme ich jetzt mal weg. Da ist der Mensch dabei. Für diejenigen, die das interessiert, da gibt es ein schönes Gedicht von Goethe. Und wenn man das mal liest und dabei im Hinterkopf hat, was Ethiken sind, dann ist es für mich frappierend, dass in dieser Zeit, also immerhin zwei Jahrhunderte zurück, dieses so ausgedrückt worden ist. Es ist in der Tat so, dass der Mensch allein das Unmögliche kann. Und das ist ja etwas, was wir auch in unserer Veröffentlichung, Herr Decker und ich, dargestellt haben. Nur der Mensch kann diese Dinge durchführen, weil er eben so gebaut ist. Und Ethik im Zusammenhang mit dem Menschen in Prozessen, das ist hier meines Erachtens ganz gut beschrieben. So, jetzt hat die Dame mir gesagt, da war was, dass sie am Schluss noch einen Block reinnehmen, auf den ich Wert lege. Jetzt muss ich mal fragen, wo das ist. Das kommt davon, wenn man seine Produktion nicht selbst macht. Die allerletzte, die ich heute Morgen. Nee. Gehen Sie mal noch weiter. Weiter geht's nicht. Also, okay, gut. Dann nehmen wir die. So. Dankeschön. Für mich ist die Rechtfertigung, dass wir uns als Ingenieure mit solchen Dingen zu befassen haben, aus diesem Bild, glaube ich, ganz gut erkennbar. Wir haben Objekte und Subjekte als das, was Aktionen vollführt. Und ich habe mich bisher noch nicht davon abbringen lassen, zu sagen, ein Objekt vollführt Aktionen. Ich weiß nicht, ob das einen Philosophen erschreckt, wenn er diese Art von Definition hört, aber ich sag mal so, es passt sehr gut in das, was wir bei Chill beispielsweise gemacht haben, da passt das hervorragend rein. Also ein Objekt oder ein Subjekt oder mehrere Objekte und Subjekte vollführen Aktionen. Und hier links, da ist die Sensorik, da sind die Betriebshandbücher, da ist das Engineering und die Spezifikation des Engineerings. Das haben wir heute. Mehr oder weniger vollständig, mehr oder weniger fehlerfrei. Aber die Betriebshandbücher beispielsweise wenden sich nur an Experten. Und sie sollten natürlich da fehlerfrei sein. Während jetzt auf der rechten Seite die Gesellschaft und der Markt mit der Produktion und den Ergebnissen der Produktion, nämlich den Produkten, zusammenkommen. Und nach meinem Gefühl sind diese beiden Welten, rechts und links, die ja auch in diesem Bild hier nur mit Objekten und Subjekten verknüpft sind, etwas mehr miteinander verknüpft werden sollten. Es ist ja so, dass wenn ein Betriebshandbuch da ist, wenn das entsprechende Engineering durchgeführt worden ist, etc., die Maschine als solche, die linke Seite in diesem Bild, das tut, was sie soll oder auch nicht, je nachdem, welche Fehler auftreten. Auf der rechten Seite ist aber die Verbindung zur Gesellschaft, zu dem, was wir das Produkt und die Produktion der Gesellschaft antun, in diesem Kontext nicht zusammengeführt.
Und Sie können sagen, er redet jetzt über etwas, was er selbst hier nicht getan hat. Denn die Zusammenführung geschieht nur über den zentralen Teil da Objekt-Subjekt. Und ich stelle mir vor, dass wir auch drumherum oder in einem Netz mit lauter gleichberechtigten Objekten und Subjekten diese Trennung durch oder diese Zusammenführung durchführen können. Also mir ist wichtig, mit der weiteren Arbeit auf dem Gebiet, und ich hoffe, wir werden sowas organisieren können, dass der ethikbasierte Teil auf der rechten Seite dieses Bildes und der rein Logik, sag ich mal, basierte Teil auf der linken Seite des Bildes, dass wir den noch sehr viel deutlicher zusammenführen. Das soll es mal gewesen sein. Herr Stoßloff, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch eine Verständnisfrage? Das ist offenbar nicht der Fall. Doch, hier haben wir noch eine. Sie hatten am Anfang die Frage auch gestellt, der Mensch zurück im Regelkreis. Wie ist das an der Stelle dann zu verstehen? Wer bestimmt den Ist-Wert? Wer macht die Rückkopplung? Wie würden Sie das so sehen? Was kann der Mensch da an der Stelle beeinflussen in dieser gesamten Entwicklung, die wir in Zukunft erwarten dürfen? Herzlichen Dank für die Frage, denn ich hätte sie eigentlich hier noch mit reinbringen müssen, aber ich fange demnächst früher an, meine Foliensätze zu machen. Da ist mir halt leider die Software dazwischen gekommen. Die Antwort ist eigentlich so, dass der Mensch eine Reihe von Eigenschaften und Fähigkeiten hat, die nur er hat, siehe Goethe. Und diese Tatsache, die haben wir, Herr Decker und ich, in der Veröffentlichung, die immer wieder zitiert wird, die Sie bekommen haben oder noch bekommen werden. Das müssen Sie im Prinzip noch klären, ob... Ja. Wir die bekommen oder nicht, weil also, die können wir ja auch nur in Papierform weitergeben. Richtig, ja. Also Sie werden da sehen, dass wir in einem Einleitungsband sozusagen für diese ganze Aktivität, die wir da losgetreten haben, diese menschlichen Eigenschaften beschreiben. Das heißt, der Mensch muss da eigentlich rein, der konnte solange dass Sicherheitsproblem und solche Dinge nicht gelöst waren, nicht verantwortlich im Netz drin sitzen. Er war in der Warte, aber wir wissen heute, die Dinge sind eben so komplex, dass die Fähigkeiten des Menschen zur Kreativität, zur ein ganz wichtiger Punkt, er hat tacites Wissen. Ich nehme an, Sie, oder falls ich stoße immer mal wieder auf Diskussionen, tacites Wissen ist das Wissen, was Sie nicht lehren können und was Sie auch nicht beschreiben können. Es ist schlummert, das ist der Begriff. Und tacites Wissen, das ist so was der Bauart. Wir sind hier an einem Problem. Das hatten wir doch im letzten Fall ja schon mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir das wieder auffinden können. Diese Art von Fragestellung, die kann nur der Mensch. Das kann, die Maschine sagt Ihnen entweder, da war vor 14 Tagen was, oder sie sagt, sorry, in meiner Historie, die ich aufgezeichnet habe, ist da nichts drin. Sie sehen den Unterschied. Und dieses tacite Wissen ist beispielsweise eins von den ganz wichtigen Fähigkeiten, die der Mensch hat und die nur der Mensch hat. Und dadurch ist es wichtig, gerade bei der immer größer werdenden Komplexität dieser vernetzten Systeme, diese Fähigkeiten auch wirklich auszunutzen. Und da muss der Mensch wieder rein ins System. Ja, ganz herzlichen Dank. Die restlichen Fragen, falls noch welche da sind, die heben wir uns für die Nachmittagssession auf. Herr Stoßloff, ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Applaus